Das ist Hannah. Sie hat Geld angespart und möchte damit Gutes tun. Am liebsten etwas für die Umwelt. Ein Flyer in ihrem Briefkasten ruft sie zum Spenden auf. Eine gute Sache, aber gibt es da noch Alternativen? In der Zeitung hat sie gelesen, dass immer mehr gemeinnützige Stiftungen gegründet werden. Doch was ist eine Stiftung überhaupt? Wenn sich jemand mit Geld oder sonstigem Vermögen langfristig für ein bestimmtes Vorhaben engagieren will, kann er eine Stiftung errichten. Die Stiftung wird dann Eigentümerin des Vermögens und verfolgt mit den Erträgen den Stifterwillen. Das alles wird in der Stiftungssatzung festgehalten. Die Ziele des Stifters werden also nachhaltig verfolgt und das Kapital kann langfristig Erträge erzielen. Zum Beispiel erzielt ein angelegtes Vermögen Zinserträge. Ein Grundstück erwirtschaftet durch die Verpachtung Einnahmen. In beiden Fällen werden nur die Erträge zum Erreichen des Ziels ausgegeben. Das Stiftungskapital an sich, also das Grundstück oder das Grundkapital, wird nicht angetastet. Hannah findet die Idee klasse, ihr Vermögen langfristig für etwas Gutes einzusetzen. Doch wie genau funktioniert das? Alle Informationen dazu bekommt sie beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Eine eigene Stiftung zu gründen, lohnt sich erst bei einem größeren Vermögen. Alternativ kann Hannah zusammen mit anderen eine Bürgerstiftung gründen, um gemeinsam etwas für ihre Heimatregion zu tun. Oder sie bringt ihr Geld als Zustiftung in das Vermögen einer bereits existierenden Stiftung ein. Mit fast 20.000 rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland hätte sie eine breite Auswahl. Aber wer kontrolliert überhaupt, ob jeder Cent auch da ankommt, wo er hin soll? Dafür gibt es die Stiftungsaufsicht. Zusammen mit dem Finanzamt stellt sie sicher, dass der Stifterwille gemeinnützig ist und auch nach Hannas Tod erfüllt wird. Wie beim Spenden gibt man auch als Stifter freiwillig sein Geld für einen gemeinnützigen Zweck weg. Deswegen kann man diese Ausgaben steuerlich geltend machen. Hannah hat sich entschieden. Mit einer eigenen Stiftung will sie bereits bestehende Umweltinitiativen in ihrer Heimatregion fördern, aber auch eigene Umweltprojekte aufbauen. Dafür gibt sie ihr Geld gerne her, auch wenn sie weiß, dass sie es nie wieder zurückbekommt. Einige Jahre später ist das Wirken der Stiftung sichtbar. Die Vogelvielfalt in der Region hat sich verdoppelt und die Stadt wird zunehmend grüner. Hannah freut sich jeden Tag, dass ihre Stiftung so viel bewegt hat und noch lange bewegen wird.